Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Project Cast 3 in der Karriere. Leute, ihr seht schon, ein ja, demontiertes Formel 1 Auto ist am Start. Dann ist natürlich die Formula Rookie, die es tatsächlich auch in Serie Dive gibt. Und naja, ist Formula Rookie ist, kostet in-game auch nur 30.000, aber gut, gibt auch keinen Front- und Heckflügel, kein elektronisches irgendwas. Einfach vier Räder, Formel-Chassis und ab geht's. Ich wollte eigentlich GT4 fahren, weil ich ja gestern noch den Vergleich gemacht habe mit LMP3, ist so ein bisschen wie GT4, aber ich dachte mir, nee, GT4 ist vielleicht, also erstens, ich habe nicht danach gesucht und zweitens dachte ich mir, nee, das ist zu viel, das ist jetzt ein bisschen zu viel, ja, Standardkarriere. Nun, Babyformel. Babyformel, drei Rundgänge, Texas Motor Speedway, der Infield-Kurs vom Infield-Kurs. Das ist ja super krass. Oh Gott, hier ist schon wieder, mein Design wurde nicht geladen. Da ist er. Hallo, guten Tag und rein mit dir. Willkommen. Bin echt schon auf die nächsten zwei Kurse gespannt. Was das dann für Schnürkelkurse werden. Bin mir ziemlich sicher, ich habe wirklich nicht nachgeguckt, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Mühlenbach-Variante auf Nürburgring dabei sein wird. By the way, ich habe ja vorhin gesagt, keine Elektronik, ne, und sowas. Wir haben wirklich keine Elektronik. Wir haben auch noch schön die Haarschaltung, deshalb automatische Kupplung natürlich wieder ausgeschaltet. Schwierigkeit, kurzer Check. Ja, ja, ja. Und rein da. Guck mal, passt sogar zu unserem Rennanzug, das Design. So, Licht an. Erster. Oh, nee, nee. Nicht mit, ich habe gerade mit der Schaltwippe den ersten geschaltet. Das ist frech. Schön die Haarschaltung benutzen. Wenn nicht verfügbar. Kann es driften? Nein. Jetzt schon enttäuscht. Oh. 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 Ja, ja, ja. Komm, mach dich davon. Oh, diese Curbs. 10 von 10 Rennlinie. Und hier nochmal gecuttet. Und. Oh, was ein Move. Jetzt Obacht, Trick 17. Von der 4 in die 2. Oh, was ist das denn für ein Dings? Hier, Zurücksicht. Leicht versetzt. Das ist nice. Komm, drifte! Mit Hass will es driften. Oh, letzte Runde. Ach, das ist wirklich eine coole Rückfahrkamera. Leider haben wir keine erste Gangkurve, weil ich glaube, da ist wieder Driftpotenzial vorhanden. Dieses eine hohe Gebäude da links, ne? Dieses Hotel, was das sehr wahrscheinlich ist. Sehr brocktenagisch. Komm mit dem Heck. Es hat keine Lust. Will nicht. Wie gesagt, direkt enttäuscht. Geil. Miau. Schöner Abgang. Und geparkt. Nein, es will noch fahren. Okay. Komm rein in die Herde. Oder kommt da noch was? Nee. Wie gesagt, Formula Rookie, die gibt es tatsächlich auch im echten Leben. Ich will mich von langsam vor diesem Wort Real Life wegbewegen, weil erstens, ich sag das viel zu oft und zweitens, es hört sich irgendwie immer so, weiß ich nicht, so. Ist einfach irgendwie ein bisschen schwierig. Real Life. Nun. Füllen sich wieder Balken? Es füllen sich wieder Balken. Ich als Project Cast 3 Spieler fühle mich deshalb. Oh. Rechts? Ist das ein Jägermeister-Design-Abklatsch? Das Weiße macht nur keinen Sinn.
Aber sonst, das rechte Fahrzeug hat die perfekte Jägermeisterfarbe. Mir ist gerade was Verrücktes aufgefallen. Ich hatte gerade, also im Ladebalken habe ich schon die Start- und Zielbrücke gesehen von Sakito, die wir jetzt auch gleich im Rennen sehen werden. Aber können wir nicht Setup wechseln? Das ist mir eingefallen, also hatte ich gerade so einen komischen Gedanken mit, was wäre, wenn man eine Strecke über die Brücke hat, so eine schmale Strecke? Dann ist mir eingefallen, so was gibt's denn in der Art? Das nennt man Race of Champions, wo zwei Fahrer gegeneinander mit den gleichen Fahrzeugen antreten. Und dann dachte ich mir so, hey, das könnte man doch in ein Spiel mit eingliedern. Weil ich glaube, Race of Champions ist nicht so krass groß vertreten, dass die Lizenz auch nicht so krass teuer sein dürfte. Aber egal. Ich schweife ab. Wir gehen rein. Wo starten wir denn? Okay, wir sehen keinen. Oh, ich bin noch im dritten Gang vom letzten Rennen. So, Licht an. Okay, es ist Sakito, aber. Holy shit, wo sind wir denn? Sind wir im Nachbardorf? Wir sind im Nachbardorf. Ich bin die Strecke noch nie gefahren. Wo sind wir? Sind wir auf der anderen Seite des Sees? Das ist die 130. Nee, es ist nicht. Wo sind wir? Ah! Wir fahren einen Teil der Strecke, glaube ich, reverse. Experten würden sagen, rückwärts. In entgegengesetzter Richtung. Obwohl, in entgegengesetzter Richtung wäre es nur, wenn alle in eine Richtung fahren und wir in die andere. Das ist verrückt. Oh, es geht nochmal nach rechts. Es geht nochmal. Oh, wo sind wir? Wir sind im Nachbardorf, ich sag's. Verdammte Nachbardorf. Dorfkinder wissen Bescheid. Nachbardorf immer Grütze. Und ich hatte die Ehre, Stadtkind und Dorfkind zu sein. Okay, kein fünfter Gang. Net to know. Oh shit. Unverhältnismäßig. Bin die Strecke echt noch nie gefahren. Ist das wichtig? Nee, das wird. Wo sind wir? Okay, wir starten einfach nochmal neu. Holy shit, ich muss erstmal auf die Strecke klarkommen. Interessant. So, Licht an. Vollgas. Abspacken. Und so kriegt man den Turbostart in Project Cars 3 hin. Wissen viele nicht. Das ist ein Turbostart. Gott. Was denn da los? Fahr doch geradeaus. Da wollte er sich schützend vor mich hinwerfen, aber doch nicht im Rennen. Oh, jetzt rammt er mich auch noch. Fiese Stelle. Oh. Oh, Curb. Überhaupt kein Sound. Der fährt ja einer wieder komplett über die Wiese. Boost. Ja, es geht nur bei Turbo-Autos. Mit dem Porsche 917-10. Nee, es geht echt nur mit Turbo-Autos. Oh, fuck. Was erlauben sich Strunz? Fährt die Flasche leer. Aber ich werde angeschubst. Das ist nett. Und dafür wird er jetzt überholt. Sich jetzt nicht so gelohnt für den, für hier Black Mamba hinter uns. Oh, da ist jemand. Wer bist du denn?
Okay, hätte ich gar nicht so hart über den Curb fahren müssen. Das hätte ich auch so geschafft, die Kurve. Einfach nur gehofft, dass der Curb mich dann ein bisschen ja, zu sich zieht und ich dann dadurch die Kurve besser nehmen kann. Oh fuck. Cutting. Legal, okay, merke ich mir. Ah, die Curbs sind ja echt silent. Obacht! Oh Gott! I'm so sorry. Komm, muss auch schon fahren. Gott, fahr! Diese Studenten, ey. Obwohl ja Formula Student, wo wir gerade bei Studenten sind, gibt es ja auch noch, ne? Nicht verwechseln mit Formula Rookie. Es gibt Formula Rookie und Formula Student. Oh, diese Hinteransicht, die ist echt nice. Erstmal hier easy Helikopter überholt. Gas da vorne. Flashlight. Leider nur Licht in der Tachoeinheit. Nicht irgendwie außen befestigt. Windschatten? Können die Dinger. Gibt es bei den Dingern schon Windschatten? Also eigentlich schon. So. Selbst im Radrennsport gibt es O. Windschatten. Nur ohne das O. Einfach nur Windschatten. I am speed. Oh fuck! Da geht's doch nicht rum! Ein bisschen zu früh eingelenkt. Ich muss echt mal zum Augenarzt gehen. Das war wieder verdächtig. Diese Kurve. Kommt sich vorbei. Kommt sich vorbei. Ja. Great driving. What a win. Fantastic job. Wow, win. Ich liebe es. Nun, X. Ja, Formula Rookie. Geht gut klar. Übrigens, Leute. Ich habe es mittlerweile geschafft. Ich habe meinem Instagram-Account. By the way, keine Werbung. Aber Crazy D mit AE. Crazy D mit AE. Punkt TTD für The Two Dudes. Ist übrigens auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da poste ich auch ab und zu mal, ja, Project Cast, so kleine Clips, die für ein von 100 Leuten lustig sind. Und ich habe es endlich mal geschafft, die wie nennt man das? Als Highlight zu speichern. Auf meinem Account selbst. Ich bin immer super faul, aber ich bin deshalb umso stolzer, dass ich es hinbekommen habe. So, letzte Strecke des heutigen Tages, zumindest in dieser Folge. Ja, doch nicht wie vermutet hier Mühlbach-Variante Nürburgring, sondern Mugello Short. Mugello, eine schöne, elegante Strecke zum Fahren. Nicht zum Racing, aber zum Fahren, wie Michael Schumacher sagen würde. Ne? Es gibt Unterschiede zwischen einer gut zu fahrenden Strecke und einer Rennstrecke, wo man auch wirklich battlen kann. Also, sich betteln, nicht was erbetteln. Toll. Oh, da bin ich noch in der 4. Turbostart. Bergauf will ich noch nicht in den vierten. Das würde mir ein bisschen Momentum kosten. Hier wird getryhardet. Okay, die KI kann nichts. Da war die in der LMP3 aber deutlich besser unterwegs. Aber vielleicht bin ich auch im LMP1-Fahrzeug ein bisschen schlechter unterwegs, dass die KI halt ein bisschen mehr glänzen kann. Weil
Ich muss ja nicht immer nur die schlechte KI sein, sondern ich kann ja auch mal was nicht können. Mein Mathelehrer würde jetzt mich auslachen. Mal was nicht können. Genau. Du Holzkopf. Oh fuck. Wo fahre ich denn lang? Ich wollte in die Box. Donny Podcast 3. Holy shit. Boost. Der wollte einfach in die Box fahren. Ich dachte, das hat sich gerade irgendwie so mit der Streckenführung ergeben. Ich dachte, jo, hier geht's lang. Aber no, Sir. Podcast 2 hätte ich dann wenigstens ohne Pitlimiter da einfach Renntempo durchhasseln können. Round your side. Da 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 du 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 da 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 du 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 du. Oh, habt ihr es gerade gesehen? Es wollte mit dem Heck kommen. Das war ja verrückt. Ich wollte schon wieder nach rechts abbiegen. Das ist einfach... Der Flow sagt einfach, hier, bieg nach rechts ab. Aber die Strecke sagt... No, Sir, warte noch 10 Minuten und erst dann darfst du. Das ist echt immer so ein Zwiespalt im Kopf. Ah, ich will zwingen zum Drift. Scandinavian Flick, dann noch einen Schleppmoment vom Gangwechseln mitnehmen. Ich habe alles versucht, aber so richtig driften will es nicht. Aber auch mal hier schön sportlich während des Rennens einfach mal zu testen. Es will nicht driften, es hat leider nur, keine Ahnung wie viel PS, aber es wiegt nur 500 Kilogramm. Deshalb eigentlich, also selbst mit dem Rasenmähermotor müsste doch eigentlich was gehen. Ja, es ist so gruselig darüber zu fahren, das ist so unangenehm, das ist wirklich unangenehm. Njaung. Was wird das denn? Oh, Big Crash. Obacht, alle tot. Da fliegen noch nicht mal Teile ab. Weil Frontflügel geht nicht, haben wir nicht. Heckflügel geht nicht, haben wir nicht. Seitenkästen, wahrscheinlich durch Lizenzen, dürfen die auch nicht abfallen. Unbefriedigend. Aber egal. Wir können die Wiederholung speichern. Das ist toll. X. Ja Mensch, 3 von 3 Wertungsläufen gewonnen. Ich glaube, die Meisterschaft müssten wir im Kasten haben. X und 75 zu 43. Knapp. Wäre lustig, wenn hier so Formel 1 Namen drin wären, wie Lando Norris oder sowas. Einfach mal um zu zeigen, hier guck, da hat er sich hochgekämpft. Als Gag. Aber ich glaube, Project Cars typisch, so ich glaube, die das Spiel in der Entwicklungsphase mit Geld unterstützt haben, die werden auch als Fahrernamen eingefügt. So war es zumindest bei Project Cars 1 und 2. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der 3 gehandelt wird. So, dann haben wir jetzt mal 4 Rennen in der Herausforderungssparte abgehakt. Und würde ich mal sagen, nächstes Mal geht es weiter mit 4 Rennen in der Einladungssparte. Und ist das Video lang genug? Nee, ist es nicht. Es ist zwar über 10 Minuten, aber da ich keine Werbung schalten kann, bringt mir das quasi eh nichts. Von daher, was haben wir denn hier so schönes? BMW 2002 Turbo oder Ford Escort? Das klingt sehr geil. Alte Lotus Kfz, alte Formel 1 Renner. Hello, Sir. Ach nee, das haben wir schon gemacht. Ach man. Warum muss ich das Gute denn schon am Anfang durchgeprügelt haben, wo ich mich null auskannte mit dem Spiel? Schade. Was haben wir denn noch so? Ach, Can-Am haben wir noch wieder, ne? Oh, V8 Supercars. Porsche 962C, wo ich auch gesagt habe, den werden wir fahren. Vielleicht werden wir den auch fahren. Also, nächste Folge schon. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch erst übernächste. Ich weiß es doch selber nicht. Egal. Leute, ich würde dir mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und ich bin dann raus. Haut rein. Bye, bye. And have a great time. Bye. Have a great time.